Ich bin gerade an einem ganz, ganz wunderbaren Ort. Ich bin im Waldviertel, in einem alten, renovierten Bauernhof, der wunderbar ist und wie eine kleine Festung und einlädt, zur Ruhe zu kommen, in sich anzukommen und sich geborgen zu fühlen. Und dieser Ort hat sogar was mit dir zu tun. Wenn du sagst, du bist dabei, du möchtest dir selber noch mal näher kommen, möchtest ein klareres, sichereres Fundament deines Seins dir aufbauen, möchtest dir eine Zeit der Stille und des Verbundenseins mit dir gönnen. Und das Schöne ist, dieser Ort hat so viel Symbolik auch. Zum Beispiel die Türen sind alle alt, haben noch die alten Schlösser und demnach auch die alten Schlüssel. Und diese Schlüssel, ja, die sind wirklich so, haben schon fast was Archaisches für mich. Und es geht auch darum, dass wenn wir in uns ankommen wollen, wenn wir in unserem Licht strahlen wollen, wenn wir unser Potenzial aus unserem Herzen heraus und aus dem Gefühl, dass unser Sein wertvoll ist, erblühen lassen wollen, dann müssen wir manchmal auch den Mut haben, nochmal Schlüssel in die Hand zu nehmen und Räume in uns zu öffnen, die vielleicht lange verschlossen waren. Denn um wirklich fest verankert im Leben zu stehen, bedarf es des Herzensraumes und des Mutes, auch jenen Gefühlen in uns Raum zu geben, für die wir als Kinder oder vielleicht auch in den vergangenen Jahren keinen Raum hatten. Das Wurzelchakra, unsere Basis unseres Seins, wird ganz, ganz früh geprägt. Und entweder wir kommen an diesem so grundlegenden Platz eher von einem Gefühl, dass die Welt ein sicherer Ort ist, in dem wir uns entfalten können, wo wir vertrauen dürfen. Oder wir kommen entweder allgemein in der Welt von einem Platz, dass die Welt unsicher und vielleicht sogar gefährlich ist. Oder wir kommen in bestimmten Lebensbereichen von diesem eher wackeligen Fundament. Und um ein Fundament aufzubauen, bedarf es des Ankommens in unserem Sein. Und unser Sein wird ausgemacht aus all unseren Gefühlen. Und auch jenen, die vielleicht lange ausgeharrt haben, weil sie unliebsam waren, weil sie gestört haben im Leistungsmodus, im Funktioniermodus. Und ich werde hier deiner ganz feinen, kleinen Gruppe an Frauen und vielleicht auch dir den Raum öffnen, dir da auf sichere und liebevolle Weise zu begegnen und eventuelle Ängste, Unsicherheiten, Zweifel an dir, das Gefühl, dass du deinen Platz auf der Erde dir immer verdienen musst, dass du all das nach Hause holen kannst zu dir, dass du dich an die Hand nimmst und nach diesen Tagen hier auf eine andere Weise zu dir stehen kannst, verbunden mit dir selbst. Und ich genieße diesen Ort gerade jetzt schon und freue mich schon unfassbar auf nächstes Jahr, wenn wir hier alle zusammenkommen. Thank you.